Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zur Beantwortung steht bereit Herr parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen doch zügig den Platzwechsel vorzunehmen. Hallo. Das gilt auch für die hinteren Reihen der Unionsfraktion. Bitte, Kolleginnen und Kollegen, setzen Sie sich doch einfach hin. Das ist dann schon. So. Ich rufe auf die erste Frage des Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, betrifft Zwischenfazit der Bundesregierung zur Informationskampagne 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Herr parlamentarische Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Kollege, herzlichen Dank für die Frage. Die Kampagne 80 Millionen für den Energiewechsel informiert, und zwar sehr erfolgreich, über die Themen Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energien und Energiesparen. Sie erfüllt damit die Informationspflichten der Bundesregierung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern über Förderprogramme, über Möglichkeiten. Und die Kampagne wird jetzt auch evaluiert hinsichtlich ihrer Wirkung und Zielgenauigkeit. Erste Vorher-Nachher-Messungen zeigen, dass wir es geschafft haben, die Bevölkerung nachweislich im letzten Herbst, Winter zu erreichen. Und wir haben das gesehen, in die Wichtigkeit des Themas Energiesparen beispielsweise in der Bevölkerung deutlich gestiegen ist und wir auch entsprechendes Handeln der Bevölkerung gesehen haben, glücklicherweise. Vielen Dank, Kollege Peterka. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Auskunft. Wie Sie wissen, hat ja der Bund der Steuerzahler gerade diese Kampagne durchaus kritisiert. Es wird ja schlussendlich meiner Meinung nach auch in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Bürger eingegriffen, indem Tipps eben zum Duschen, zum Heizen im eigenen Wohnbereich hier geäußert werden. Der Name 80 Millionen für Energiesparen, da wird ja auch zum Beispiel nicht gesehen, dass wir inzwischen 84 Millionen Einwohner sind. Darauf bezieht sich das ja. Also zusammengeschusterte Kampagne. Wird man gerade vom Hintergrund der Kritik durch den Bund der Steuerzahler das wirklich noch 2 Jahre durchziehen oder zieht man vielleicht auch in Betracht, hier mal die Ausgaben einzustellen? Nun, ich würde sagen, wir können sehr, sehr froh sein, dass im letzten Winter Privatpersonen gespart haben, dass Unternehmen Energie eingespart haben, dass die Bundesregierung schnell gehandelt hat, indem wir zusätzliche Energiemengen geschafft haben zu importieren, beispielsweise über LNG-Terminals und so sehr gut durch den letzten Winter gekommen sind, wo andere schon den heißen Herbst ausrufen wollten. Das war ein großer Erfolg. Dazu haben viele im Land beigetragen. Ich glaube, es ist eine Stärke für unser Land. Und ja, es ist richtig, die Situation ist nicht so angespannt wie im letzten Winter. Aber Energiesparen beispielsweise bleibt ein wichtiges Thema. Und deswegen ist auch richtig, diese Kampagne fortzuführen. Vielen Dank. Sie haben eine weitere Nachfrage, Kollege Bittenberger. Ich bleibe weiterhin dabei. Es wurde da in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingegriffen. Man hätte schlussendlich auch einfach eine Politik machen können, die diese Aufforderungen obsolet gemacht hätten. Aber meine Frage wäre jetzt, gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, wie viel Energie denn wirklich gespart wurde? Meiner Meinung nach wird das nicht möglich gewesen sein, wenn irgendwelche Internetanzeigen, irgendwelche Großplakate Menschen zu irgendwas auffordern. Wie will man dann Erfolg feststellen? Oder heftet man sich diesen einfach selber an die Brust? Nun, wir haben ja gesehen, wenn wir schauen beispielsweise, was Menschen ja investiert haben, beispielsweise in den Zubau von Photovoltaik, wenn wir gesehen haben, wie viel Energie und zwar in einem zweistelligen Prozentzahl eingespart wurde, knapp 20% bei den Privathaushalten, dann sehen wir, dass viele Menschen reagiert haben und dass es richtig ist, zu informieren in Zeiten, wo wir auch massive Desinformationskampagnen erleben. Ich glaube, das ist Aufgabe der Bundesregierung, ist ja ein Informieren der Bevölkerung. Die Entscheidung, was Menschen tun, bleibt ja die ihrige. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage von Herrn Dr. Kraft, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, es ist bemerkenswert, dass Sie zugeben, dass die Regierung die Bürgerunternehmen in Deutschland dazu animieren will, Energie einzusparen, um eben einem Kollaps der Energieversorgung in Deutschland
entgegenzuwirken. Aber jetzt muss ich mal natürlich die ehrliche Frage stellen. Ist das nicht eher ein Anspruch eines Schwellen- und Entwicklungslandes und nicht der eines wohlhabenden Industrielandes, dass man die eigenen Bürger und die eigenen Unternehmen in Deutschland dazu animieren muss, Energie zu sparen, nur weil der Staat nicht in der Lage ist, eine Energiepolitik zu betreiben, die für ausreichend Energie sorgen würde, sodass die Leute freiheitlich so viel Energie benutzen können, wie sie wollen und brauchen? Nun, wir hatten ja im letzten Jahr, und alle, die Zeitung gelesen haben, konnten das ja mitbekommen, einen brutalen externen Schock in unserer Energieversorgung, nämlich der Überfall Wladimir Putins Russlands auf die Ukraine. Das ging einher damit, dass Gaslieferungen zum Beispiel aus Russland nicht mehr erfolgten. Und wir haben gemeinsam, das will ich noch betonen, gemeinsam Privathaushalte, Unternehmen, Politik es geschafft, uns aus dieser fatalen Abhängigkeit zu befreien und besser durch den Winter zu kommen, als manche hier gehofft haben. Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen zu dem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann kommt die Frage Nummer 2 des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhardt, CDU-CSU-Fraktion, betreffend abgerufene Mittel für die Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Gebhardt, die ganz finalen Zahlen liegen noch nicht vor, da ein Großteil dieses Programmes ist digital abgewickelt worden. Aber es gab auch die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, Papieranträge zu stellen. Deswegen sind die Zahlen, die ich nenne, vorläufig. Sie werden sich wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben korrigieren. Ich schätze mal, dass noch rund 10.000 Anträge dazukommen. Mit dem Stand von 6. November diesen Jahres liegen insgesamt knapp 450.000 Anträge vor. Von denen wurden 357.769 Anträge bereits positiv beschieden. Mit diesen Anträgen, weil manchmal haben auch Vermieter für mehrere Haushalte gemeinsam einen Antrag gestellt. Das heißt, mit diesen Hilfen haben wir rund 720.000 Haushalte erreicht. Das beanträgte Volumen beträgt rund 190 Millionen, also das ausgezahlte Volumen. Ausgezahlt wurden bisher von den beantragten 190,5 Millionen 149 Millionen. Der durchschnittliche Auszahlungsbetrag beträgt rund 416 Euro je Antrag. Sie hatten auch noch mal nach den Energieträgern gefragt. Bei Heizöl beläuft der durchschnittliche Auszahlungsbetrag auf rund 366 Euro. Bei Holzpellets bezieht sich der Auszahlungsbetrag auf rund 692 Euro. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege, bitte. Für diese sehr interessanten Zahlen, denn sie bedeuten, dass ein Großteil der Mittel, die zur Verfügung standen, gar nicht abgerufen worden sind. Teilen Sie meine Einschätzung, dass dies damit etwas zu tun hat, dass die Antragstellung viel zu kompliziert war, dass es viel zu lange gedauert hat, bis bestimmte Fragestellungen mit Blick auf die Frage, wie denn Anträge gestellt werden können und sollen, bis dies geklärt war? Ich würde das, wenn Sie es noch mal schauen, warum ist das? Warum ist die ausgezahlte Summe und das angetragte Volumen so gering oder geringer? Ich meine, 400 Euro Entlastung oder 600 Euro Entlastung für einen einzelnen Haushalt im Jahr ist kein geringer Betrag. Wir haben halt insgesamt gezeigt, dass in 2022 hatten wir die Sorge, dass die Energiepreise sehr weit durch die Decke gehen. Und es hat sich eben gezeigt, das war eine Verdopplung notwendig im Vergleich zum Vorzeitraum, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, bei den nicht leitungsgebundenen Energieträgern eben dazu geführt haben, dass die Preise nicht so hoch waren, wie sie teilweise in der Spitze des Jahres waren. Und natürlich bei den nicht leitungsgebundenen Energieträgern haben sie natürlich die Möglichkeit, ihre Einkaufsstrategie auch selber individuell anzupassen. Das heißt, sie mussten es nicht zur Hochphase, sondern viele haben dann halt auch 2-3 Monate später geordert und konnten deswegen auch diese Verdopplung der Preise vermeiden. Vielen Dank. Bitte eine weitere Nachfrage. Ja, der durchschnittlich ausgezahlte Betrag ist in der Tat nicht so gering, aber sehr gering ist die Anzahl der Menschen, die überhaupt einen Antrag gestellt haben. Und da muss man doch fragen, warum haben denn vergleichsweise wenige diesen Antrag überhaupt gestellt? Und nochmals meine Frage, teilen Sie meine Einschätzung, dass es etwas zu tun hat mit diesem komplizierten Antragsverfahren? Ja, ich habe vorhin ja die Zahl gesagt, nicht? Wir haben 720.000 Haushalte erreicht. Das ist auch nicht wenig. Und gemeinsam mit den Bundesländern. Die Bundesländer haben ja das Programm mit einer gemeinsamen Verwaltungsvereinbarung umgesetzt. Sie haben 13 Bundesländer haben eine gemeinsame digitale Plattform genutzt. Andere Bundesländer haben andere digitale Plattformen genutzt. Also
Ich finde, wie schon bei Corona hat es, wenn es darauf ankommt, auch staatliches Handeln gezeigt, dass sie auch schnell handeln kann und solche Programme abwickeln können. Und das finde ich eine gute Nachricht. Und wie gesagt, dass die Preise nicht so durch die Decke gegangen sind, wie das befürchtet wurde, das ist ja ein Ergebnis. Darüber können wir uns, glaube ich, gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger im Land freuen. Vielen Dank, Herr Kollege Gebhardt. Sie können gleich stehen bleiben. Jetzt kommt nämlich die Frage Nummer 3 von Ihnen. Übergang von nationalen zum europäischen Brennstoffemissionshandel in den Bereichen Gebäude und Verkehr. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, danke für die Frage. Sie haben ja gefragt, wie und wann wird das die Bundesregierung regeln. Die Antwort ist sehr einfach. Die nationale Frist für die Umsetzung in nationales Recht ist der 30. Juni 2024. Das ist für die Bundesregierung maßgeblich. Entschuldigung, Herr Kollege, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Ja. Herr Staatssekretär, welche Regelungen beabsichtigt denn die Bundesregierung für den Fall, dass der europäische Zertifikatepreis niedriger sein wird als der nationale Preis nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz? Also wenn wir uns die Situation anschauen, auch was den CO2-Preis angeht, dann sehen wir einen CO2-Preis, der im ETS 1 deutlich über den Summen ist, die im ETS 2 oder jetzt im BHG angedacht ist. Deswegen gehen wir davon aus in den Szenarien, dass wir eher mit ansteigenden CO2-Preisen zu tun haben. Das ist ja auch ein Grund, warum wir beispielsweise ja eben auch im Wärmebereich oder bei der Elektrifizierung vorangehen wollen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, bitte. Gehen Sie auch davon aus, dass zum Start des europäischen Systems der Preis über dem dann geltenden nationalen Preis liegen wird? Ich will mich da, das ist ja noch ein Stück hin. Sie wissen ja, die Umsetzung erfolgt zum, das habe ich ja gerade gesagt, Halbjahr, erstes Halbjahr 2024. Die Einführung dieses ETS 2 ist ja dann für 2027 vorgelegt oder vorgesehen. Bis dahin muss es ja dann eingeführt sein. Deswegen, wir gucken uns an, wie der CO2-Preis sich weiterentwickelt. Aber wir gehen zusammen mit großen Teilen der Wissenschaft davon aus, dass der CO2-Preis weiter ansteigt und wir auch die Notwendigkeit haben, die Lenkungswirkung des CO2-Preises zu haben. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hierzu, Kollege Lenkel, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, bei der Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, was ja Mieten verteuert, was Pendlerinnen und Pendler die Kosten erhöht, was aber auch die Müllabfuhren alles verteuert, wurde zugesagt, dass es ein Klimageld für Bürgerinnen und Bürger zur Entschädigung geben soll. Ich frage Sie also, wann wird das Klimageld kommen? Wir haben eben gehört, dass der CO2-Preis weiter steigen wird. Stellen Sie sicher als Bundesregierung, dass dann dieser Anstieg auch mit einem Anstieg des Klimageldes einhergehen wird? Und wie gesagt, nochmal Wiederholung, wann führen Sie das Klimageld ein, um die versprochene Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern endlich umzusetzen? Ich will sagen, dass die Bundesregierung, auch was die Entlastung angeht, bereits im letzten Jahr gehandelt hat. Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft. Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger im Land. Das übersteigt die Kosten über den Brennstoffemissionshandelsgesetz bei Weitem. Das heißt, da war eine Entlastung drin. Ich erinnere an die Strompreisbremsen, die wir als Bundesregierung eingeführt haben, um eine Absicherung nach oben zu haben. Und ja, der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition bekennt sich dazu, die Voraussetzungen für die Einführung eines Klimageldes zu schaffen. Und ich bin froh darüber, dass die Kollegen und Kolleginnen im Finanzministerium an einem Auszahlmechanismus arbeiten, weil wir haben ja die Situation in unserem Land, dass uns dieser fehlt. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Brandner. Dankeschön. Wir haben ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heute, womit ungefähr 60 Milliarden Euro Ihnen fehlen dürften und Sie ja jetzt ja, rechtskräftig sozusagen als Verfassungsbrecher verurteilt worden sind vom Verfassungsgericht. Meine Frage, dieses Urteil von heute, welche Auswirkungen hat das auf das angedachte, versprochene Klimageld? Nun, wir haben ja gerade, Sie haben ja gerade die Ausführungen des Bundeskanzlers gehört und ehrlicherweise aus Respekt natürlich auch vor dem Verfassungsgericht gab es ja Entscheidungen, dass der KTF neu geplant, überarbeitet und dann neu zu einer Beschlussfassung gebracht wird. Diesen Prozess kann und will ich jetzt hier heute nicht vorweggreifen. Das wäre hochgradig unseriös.
Vielen Dank. Weitere Nachfrage hierzu gibt es nicht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 4 des Abgeordneten Dr. Klaus Wiener, CDU/CSU. Betreffend Gründe für den Negativrekord bei den ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2022. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Wiener, für Ihre Frage. Wenn man sich die Zahlen noch mal anschaut, dann sehen wir in der Tat in 2022 einen Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland von 2021 80 Milliarden Euro auf 44 Milliarden Euro im Jahre 2022. Wichtig ist auch noch mal, die deutschen Direktinvestitionen, also aus Deutschland im Ausland, die sind vergleichsweise robust geblieben im Jahre 2022, auch wenn wir im Jahre 2021 einen außergewöhnlich hohen Wert auch insgesamt hatten. Nach Regionen betrachtet hat vor allen Dingen die USA, der amerikanische Kontinent, das größte Interesse an dem Investitionsstandort Deutschlands. Vergleichsweise wenig Investitionen in 2022 kamen aus dem europäischen Ausland. Hier brach der Zufluss stark ein. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die bestehenden globalen Unsicherheiten, die ja in Europa aufgrund der starken Abhängigkeit Europas von Energielieferungen, beispielsweise aus Russland, dass es einer der Gründe war, dass diese Unsicherheit dazu geführt hat, dass weniger Investitionen erfolgt sind. Was mir aber wichtig ist zu betonen, Deutschland ist und bleibt ein attraktiver Investitionsstandort in Europa. Ich will Ihnen nur mal daran erinnern, wenn wir anschauen, was wir an Ankündigungen, an Investitionen in Deutschland sehen, Intel in Magdeburg 30 Milliarden, TSMC mit Infineon, Bosch, NXP für über 10 Milliarden Euro. Wolfspeed will im Saarland investieren. Das schwedische Unternehmen Norvolt plant eine Batterieproduktion in Schleswig-Holstein. Wir sehen Aufbau einer innovativen Batteriezellenproduktion in Kaiserslautern. Das heißt, wir sehen, es ist ein attraktiver Standort. Nichtsdestotrotz sind wir auch als Bundesregierung gefordert, das Investitionsklima in Deutschland im Auge zu behalten und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um den Standort zu verbessern. Beispielsweise Frage Fachkräftemangel, ein riesiges Thema, oder auch die bezahlbaren Energiepreise. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben die Beispiele Intel und TSMC bereits genannt. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Investitionen nur angereizt werden konnten mit Subventionen in Höhe von 15 Milliarden Euro. Für Intel heißt das zum Beispiel pro Arbeitsplatz 3,3 Millionen Euro, eine exorbitant hohe Zahl. Also meine Frage wäre, inwieweit Sie auch konkrete Beispiele nennen können von Investitionen hier am Standort Deutschland, ohne dass wir das mit Hilfe von Subventionen groß anreizen müssen. Also wir haben jetzt mal die Auswertung gemacht zum Tag der Deutschen Einheit, dass wir ungefähr ein Investitionsvolumen sehen in Deutschland, angekündigte Investitionen von roundabout 80 Milliarden Euro. Und da freue ich mich als gebürtiger Thüringer besonders und Abgeordneter für Brandenburg. Ungefähr 50 Milliarden Euro dieser Investitionen sind für Ostdeutschland geplant. Das zeigt ja, allein diese Zahlen zeigen ja, was für ein starker Standort wir sind. Und jetzt können wir darüber reden. Ist es zu viel Subvention für die Chipindustrie? Doch wir haben doch gesehen, infolge der Covid-Pandemie, auch infolge des Krieges in der Ukraine, wie abhängig unsere Lieferketten sind, wie verwundbar sie sind. Wir haben geopolitische Spannungen, China, Taiwan. Sie wissen, was für ein wichtiger Chip-Hersteller Taiwan ist. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir eine Resilienz in Deutschland, in Europa haben, auch mit einer eigenen Chip-Produktion. Und deswegen war das eine Abwägung, die richtige Entscheidung. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, bitte. Ja, in dem Zusammenhang Attraktivität des Wirtschaftsstandorts wird ja auch gerade das Wachstumschancengesetz immer wieder genannt. Tatsächlich ist es ja so, dass es 7 Milliarden Euro ausmacht. Das sind 0,2% gemessen am BIP. Es gibt jetzt auch erste Studien, die zeigen, was das für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts bedeuten würde. Das Institut der Wirtschaft in Köln hat zum Beispiel vorgerechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt dann bis 2028 um 0,05% höher liegen würde. Also inwiefern ist dieses Wachstumschancengesetz geeignet, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu verbessern? Nun, das Wachstumschancengesetz ist ein Beitrag, ist auch ein wichtiger Beitrag dafür, aber bei Weitem nicht der einzige. Ich will mal erinnern, wenn ich mit Unternehmen rede, Sie ja wahrscheinlich auch, dann begegnet uns das Thema Fachkräfte eigentlich fast immer auf Platz 1.
Dort haben wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine große Reform auf den Weg gebracht, die ihre Wirkung entfalten wird. Wir haben die Frage tatsächlich von Planungs- und Genehmigungszeiträumen. Oft kommt zu Recht die Klage, es dauert zu lange. Ich war froh darum, dass wir letzte Woche die Ministerpräsidentenkonferenz stand hier in der öffentlichen Wahrnehmung sehr unter den Zeichen der Migration. Aber dass Bund und Länder sich auch gemeinsam darauf verständigt haben, bei Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung schneller zu werden, auch das ist ein gutes Zeichen. Oder dass wir auch in europäischer Ebene ein wirkliches Bestreben der Europäischen Union, der Europäischen Kommission sehen, auch da gerade für Transformationsindustrien eine Planungsbeschleunigung zu erreichen. Das sind alles, das sind Schritte, um den Standort insgesamt attraktiver zu machen. Das halte ich für wichtig und richtig. Und dazu gehört eben auch das Wachstumschancengesetz, was vor allen Dingen bei der Investitionsfrage ansetzt. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Herr Dr. Kraft. Zum Thema. Jo, danke, Herr Präsident. Das Thema ist ganz einfach. Der Herr Staatssekretär hat es ja dem Kollegen Wiener in seinen letzten Worten der Antwort gegeben, die hohen Energiepreise, die Investitionen verschlimmbessern. In meinem Wahlkreis ist ein Stahlwerk. Die haben Erweiterungspläne, die auf Halde liegen wegen der Energiepreise. Der Bayerische Rundfunk hat im Mai eine Sendung gebracht, dass 70% der KMUs die Energiebeschaffungskosten als Hindernis beim Wirtschaften und bei den Investitionen sehen. Aber ich möchte Ihnen ganz speziell eine Frage stellen zu einem Artikel der Bild-Zeitung. Die hat nämlich Ende Oktober E-Mails zitiert aus dem BMWK, in dem das BMWK einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke positiv dargestellt hat, weil nämlich sein Weiterbetrieb zu einer Senkung der Strompreise führen würde. Und deswegen die Frage, streiten Sie ab, dass diese E-Mails, die Bild-Zeitung veröffentlicht hat, aus dem BMWK stammen? Und streiten Sie die Richtigkeit der Aussage, die in diesen diesen E-Mails veröffentlicht worden ist, ab? Das tut mir leid, es gehört die Bild-Zeitung nicht zu meiner generellen Morgenlektüre. Aber um noch mal darauf hinzuweisen, wenn Sie sich die Strompreise anschauen, dann sehen Sie ja, dass Sie mit dem endgültigen Atomausstieg, der vereinbart wurde, gesehen haben, dass die Strompreise nicht gestiegen, sondern gesunken sind. Das heißt, die Marktreaktion ist da und sie ist klar. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Kollege Lenke. Herr Staatssekretär, Sie sprachen gerade an die Unterstützung für Investitionen, um die Abhängigkeit von chinesischen Chipproduktionen zu verringern. Ich frage Sie deswegen, wird die Bundesregierung das Resilienzprogramm, den Vorschlag zu einem Resilienzprogramm für die europäische Photovoltaikindustrie massiv unterstützen, um die vielen tausend Arbeitsplätze, die es in dieser Zukunftsbranche noch in Deutschland gibt, zu sichern und eben ausländische Investitionen in diese Branche in Europa zu garantieren, damit wir eben die Abhängigkeit bei Photovoltaikmodulen von China beenden können? Ja, danke für die Frage. Das tun wir. Wir haben als Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Interessensbekundungsverfahren gestartet für die Solarindustrie, für den Wiederaufbau der Solarindustrie. Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Solarindustrie, also vom Polysilizium über die Ingots bis zu den Wafern, bis zu den eigentlichen Modulherstellungen, unterschiedlich starke Abhängigkeiten haben. Deswegen war uns wichtig, bei diesen Interessensbekundungsverfahren die gesamte Wertschöpfungskette im Blick zu nehmen. Und gemeinsam mit der Europäischen Union gibt es ja das Ziel, dass wir eine 40-prozentige Resilienz, eine 40-prozentige Zielmarke einer eigenen Produktion in Europa erreichen. Und dieses Ziel der Europäischen Union, der Europäischen Kommission unterstützen wir ausdrücklich. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage sehe ich nicht. Da kommen wir zur Frage Nummer 5 des Abgeordneten Dr. Klaus Wiener, CDU/CSU, betreffend Gründe für den Anstieg der wirtschaftspolitischen Unsicherheit in Deutschland nach dem sogenannten EPU-Index. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Man lernt auch immer wieder über alle möglichen weitere Indizes dazu und dass die auch auf Paperclipping beruhen, also auf Big Data-Analysen. Aber deswegen bedanke ich mich für die Frage. Also was dieser Index ja misst, ist eine Zunahme von Unsicherheit. Wir haben das gesehen bei Covid, logischerweise erklärbar. Wir haben dann einen Rückgang in diesem Index gesehen und wir haben einen Wiederanstieg der Unsicherheit in Europa, in Deutschland, in diesem Indiz wahrgenommen. Und wie ist denn der Grund ist natürlich der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine. Und natürlich gibt es keine ganz einfachen Antworten auf diese Fragen der Unsicherheit. Aber was wir als Bundesregierung ja machen, ist über das, was wir eben schon auch in der Fragestunde ja gesprochen haben. Also die Hilfe bei den Strompreisen,
die Hilfe bei der Verstärkung und Verbesserung von Investitionssicherheit, die Hilfe und Stärkung von Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Das alles sind ja Punkte, um Unsicherheiten rauszunehmen, gerade die Energiepreisfragen. Und ich erinnere nur an das Paket, auf das sich die Bundesregierung letzte Woche verständigt hat, für energieintensive Unternehmen und für das produzierende Gewerbe, um gegen diese Unsicherheiten anzuarbeiten. Tatsächlich ist es ja so, dass dieser Index zeigt, dass die Unsicherheit gerade in Deutschland besonders hoch ist, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und dann stellt sich schon die Frage, woran liegt das? Und in dem Zusammenhang auch noch mal die Frage zum Strompaket. Wenn die Maßnahmen und die Hilfen, die jetzt gewährt werden, nur für 2 Jahre greifen und danach das Ganze unter einem Finanzierungsvorbehalt steht, wieso glauben Sie dann, dass Sie damit die wirtschaftspolitische Unsicherheit für die Unternehmen reduzieren? Investitionsentscheidungen werden ja nicht nur mit Blick auf die nächsten 2 Jahre getroffen. Die politische Vereinbarung in der Bundesregierung ist, dass dieses Paket für 5 Jahre gelten soll. Auch als Respekt gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, ist es in der Umsetzung für 2 Jahre. Aber das Wort der Bundesregierung, des Wirtschaftsministers, des Kanzlers, des Finanzministers, das ein Ziel für 5 Jahre hat, das steht und geht. Und ich will noch mal eine Sache, weil wir, ich habe Ihnen auch ein Indiz mitgebracht, über den ich mich gefreut habe. Ja. Ernst & Young hat noch mal 2023 analysiert, was sind die Top-Investitionsstandorte in Deutschland. Und raten Sie mal, welcher Investitionsstandort auf 1 war. Sie können sich denken, wenn ich das mitgebracht habe, Deutschland. Ja, meine weitere Nachfrage, Kollege Wiener, bitte. Das ist natürlich eine Bestandsgröße. Wir reden jetzt über Veränderungen. Ja. Aber es ist eben nicht nur dieser Index, sondern es gibt ja auch zunehmend Forschungsinstitute, die sagen, dass das, was hier wirtschaftlich läuft, zu einem Gutteil auch der wirtschaftlichen Unsicherheit, der politischen Unsicherheit, politisch induziert, geschuldet ist. Und deswegen stelle ich mir so die Frage, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie als Wirtschaftsministerium daraus? Müssten Sie nicht auch noch mal überdenken, das Verhältnis von staatlicher Initiative, staatlicher Reglementierung versus privatwirtschaftlicher Aktivität? Ich denke hier zum Beispiel an Dinge wie Leitlinien für die Exportkreditfinanzierung und so weiter, wo das staatliche Element doch sehr groß ist. Also ich würde es andersrum aufdröseln. Natürlich haben wir eine Zunahme an Verunsicherung. Und ehrlicherweise, jeder, der die Zeitung liest und jeder, der sich anschaut, es geht Ihnen ja wahrscheinlich nicht anders als mir, was wir an globalen Krisen erleben, das sind riesige Herausforderungen. Und deswegen gibt es natürlich eine zunehmende Verunsicherung. Das kann man ja nicht wegnehmen. Und das ist nun wirklich diesen Zeitläufen geschuldet. Und die politische Antwort kann ja nur sein, dass wir mit der Arbeit, die wir machen, Versorgungssicherheit, bezahlbare Strompreise, dass wir daran arbeiten, diese Unsicherheit zu dämpfen oder Strompreisbremsen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was aber schon auch ein Punkt ist, weil Sie beispielsweise Fragen von Exportgarantien oder die Auslandshandelsinstrumente des Ministeriums angesprochen haben. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir aus den Ereignissen in der Ukraine des brutalen Krieges lernen und auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen weiter diversifizieren. Und dafür setzen wir Anreize. Und ich bin froh, dass viele Unternehmen da diese Hand annehmen und sagen, ja, wir müssen diversifizieren. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine weitere Nachfrage der Kollegin Dr. Detzer, bitte. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Frage geht an den Staatssekretär. Sie hatten jetzt gerade noch mal ausgeführt, dass die Unsicherheit gerade in Bezug auf die deutsche Wirtschaft begründet ist mit dem russischen Angriffskrieg. Deutschland war zu über 50% abhängig in der Primärenergiequelle von russischem Gas. Die CDU-geführten Bundesregierungen zuvor hatten kein adäquates Risikomanagement. Und diese Volkswirtschaft ist wirklich schwer erschüttert worden. Seit 2 Jahren sind wir jetzt dabei, diese Unsicherheit abzudämpfen. Und ich möchte Sie noch mal explizit fragen, inwiefern in der von Minister Habeck vorgelegten Industriestrategie genau diese stärkere Resilienz jetzt auch berücksichtigt ist. Wir gehen davon aus, dass wir stärker darauf achten müssen, uns nicht mehr so abhängig zu machen von einzelnen Lieferanten, wie wir das im Fall Russlands waren. Und da möchte ich Ihre Perspektive gerne erfragen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wenn sich die Industriestrategie ansteht, dann ist eine Botschaft klar. Sie muss eingebettet sein im europäisches Handeln. Wir hatten ja eben gerade schon darüber gesprochen, über den Net Zero Industry Act, ja, und die Ziele, die sich Europa
gemeinsam für Resilienz beispielsweise im Bereich Solar gegeben habe. Aber ich will klar sagen, diese Industriestrategie hat auch eine klare Botschaft, dass Deutschland ein starkes Industrieland bleibt. Und dazu gehört eben auch mit einer starken Grundstoffindustrie. Wir haben ja im letzten Jahr, ich selber ja immer wieder erlebt, dass Grundstoffe gefehlt haben, sei es Fellmittel für Trinkwasser, sei es Ausgangschemikalien für Raffineriebetriebe oder anderes. Und deswegen ist ein Teil dieser Industriestrategie, dass wir auch eine starke Grundstoffindustrie in Deutschland weiterhalten und dass wir für Transformationsindustrien, wir haben ja gerade über die Frage Chips auch geredet, dass wir oder Batterien oder Solar oder Wind, dass wir auch solche Industriezweige in Deutschland halten und dass wir auch zukünftig den Stahl hier in Deutschland erzeugen, nur eben CO2-frei. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen, eine weitere Nachfrage des Kollegen Brandner, bitte. Dankeschön. Ein Unsicherheitsfaktor ist ja, das wurde schon angesprochen, die Energie, die Stromversorgung in Deutschland. Stichwort Flatterstrom, Brownouts, also Stromschwankungen, Blackouts, Stromausfälle, die darauf zurückzuführen sind, dass die Grundlastfähigkeit hinsichtlich unserer Stromversorgung in Deutschland nicht mehr gegeben ist. Das heißt also, ich kann noch so viele Windkraftanlagen bauen, wenn kein Wind weht, dann gibt es auch keinen Strom aus Windenergie. Jetzt haben wir in Deutschland ungefähr 30.000, wenn ich da richtig informiert bin, Windenergieanlagen. Das Ganze soll verdoppelt, verdreifacht werden möglicherweise. Was antworten Sie den Leuten, die sagen, wenn ich 30.000 Windenergieanlagen habe und es weht kein Strom, dann habe ich weht kein Wind, dann habe ich keinen Strom. Was ändert sich daran, wenn ich 60.000 Windenergieanlagen habe und es weht kein Wind? Wo kommt denn dann der Strom her? Also ich habe ja manchmal den Eindruck, dass, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber die Stromversorgung ist in Deutschland auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr sicher. Und ich habe im letzten Jahr all das Schwarzmalerei, den Untergang an die Wand gesehen. Und ehrlicherweise, wir sind sehr, sehr gut durch diesen Winter gekommen. Und natürlich haben Sie gestern vielleicht mitbekommen, haben wir ein Wasserstoffkernnetz vorgestellt. Und ja, dieses Wasserstoffkernnetz bedeutet zum Beispiel, dass wir die Standorte, wo heute noch Kohlekraftwerke stehen, anbinden. Und eine Möglichkeit, Energie zu speichern, ist in Wasserstoff. Dass denn da, wenn der Wind weht und wenn er stark in 20 weht, Jahren, aber ist doch nichts Aktuelles. Überschussstrom umwandeln in Moleküle und diese Moleküle dann in modernen Gaskraftwerken verbrennen zur Stromerzeugung. Das sind dann grüne Moleküle. Und so sichern wir haben die Energieversorgung wir haben in Deutschland. Herr Brandner, das ist Befragung und nicht hin und her. Oh, okay. Vielen Dank. Letzter Fragesteller in dieser Runde, also hier bei dieser Frage, ist der Kollege Gammling, CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Herr Staatssekretär, es wurde gerade angesprochen, das Thema Primärenergie und der hohe Gasanteil, den wir in Deutschland haben. Und ich muss Ihnen ehrlicherweise gestehen, ich habe gerade ein bisschen so eine Erinnerungslücke. Aber können Sie es uns vielleicht erhellen, die Aussage von unserem Wirtschaftsminister aus dem Januar 2022 bei seiner groß angekündigten Eröffnungsbilanz, habe ich so noch dunkel im Hintergrund, dass er auf noch mehr Gas als Brückenenergieträger gesetzt hat. Ist das richtig? Können Sie das bestätigen? Also wir haben die Situation, dass wir ja in diesem Jahr, und das sehen wir ja, einen Rückgang des Kohlestroms haben, was gut ist, was für den Klimaschutz gut ist, trotz des Atomausstiegs. Darauf weise ich gerne hin. Und ja, wir haben ja angekündigt, wir wollen eine Kraftwerksstrategie, da sind wir ja gerade regierungsintern in Gesprächen, auf den Weg bringen, weil wir natürlich moderne Gaskraftwerke brauchen, die mal einspringen, wenn die Erneuerbaren nicht liefern, dass sie dann in diesen Zeiten eben über grünen Wasserstoff und bis der grüne Wasserstoff in ausreichendem Maße vorhanden ist, über Erdgas die Stromproduktion zu jedem Zeitpunkt in unserem Land absichern. Weil die Versorgungssicherheit in unserem Land ist unser oberstes Ziel. Und deswegen brauchen wir auch Investitionen in den Kraftwerkspark. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage Nummer 6. Sie können gleich stehen bleiben, Herr Kollege Gammling. Wir kommen jetzt zur Frage Nummer 6 des Abgeordneten Fabian Gramling betreffend aktuellen Stand der Kraftwerkstrategie. Das kann ich kurz machen. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir befinden uns dazu in regierungsinternen Gesprächen. Nachdem wir ja mit der EU-Kommission da jetzt weit gekommen sind, sind wir da gerade in Gesprächen, wie wir das machen und auch wie wir es finanzieren. Sie haben eine Nachfrage, Herr Kollege Gramling, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Der Presse ist zu entnehmen, dass Ihre Koalitionspartner langsam ungeduldig werden und auch die Geduld verlieren.
Die Kraftwerkstrategie war angekündigt bis Ende dieses Jahres. Selbst die Bundesnetzagentur drängt jetzt darauf. Und deswegen ganz konkret die Frage, wann können wir mit der Kraftwerkstrategie rechnen? Nun, ich finde es auch sehr, sehr dringlich. Das ganze Wirtschafts- und Klimaschutzministerium beginnt es wahnsinnig dringlich. Deswegen haben wir ja auch so viel Druck bei der EU-Kommission, also intensive Gespräche, streichen Sie den Druck, so intensive Gespräche freundschaftlich mit der EU-Kommission geführt, damit wir da durch die Tür kommen. Und es gab ja die Eckpunkte, die man sich verständigt hat mit der EU-Kommission. Und sehen Sie es mir nach, jetzt sind wir gemeinsam in regierungsinternen Gesprächen, um da zu einer guten Lösung zu kommen und es dann hier auch im Bundestag beraten zu können. Bitte zu einer weiteren Nachfrage, bitte schön. Sie haben jetzt gerade die Dringlichkeit und auch die Bedeutung der Kraftwerkstrategie herausgestellt. Auf der anderen Seite hat man aber auch vom Minister in diesen Tagen in der Presse entnehmen können, der angedeutet hat, dass es jetzt nicht so ganz darauf ankommt, ob jetzt die Kraftwerkstrategie 2030 umgesetzt wird oder vielleicht auch ein, zwei Jahre später umgesetzt wird. Deswegen ganz konkret die Frage, teilen Sie diese Meinung und diese Haltung des Ministers? Nun, der Minister hat immer deutlich gemacht, dass wir mit einem hohen Tempo Energiewende arbeiten und es dazu auch diese entsprechenden Ersatzkraftwerke gehören. Und deswegen ist ja unser Anliegen, so schnell wie möglich damit voranzukommen, und zwar da gemeinsam als gesamte Bundesregierung. Und deswegen hatte ich ja doch schon darauf hingewiesen, sind wir ja gemeinsam in Gesprächen, um dann das Ihnen hier gerne im Bundestag erläutern zu können. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage des Kollegen Dr. Kraft. Ja, vielen Dank. Ich komme darauf zu sprechen, dass Sie gesagt haben, ja, es müssen noch weitere Gaskraftwerke als Backup gebaut werden. Vergangene Woche hat der VKU, der Verband der kommunalen Unternehmen, ein Frühstück gehabt, einige Kollegen waren da, und es wurde berichtet, dass die Gaskraftwerke in Deutschland bereits jetzt nicht mehr wirtschaftlich, sondern nur noch defizitär betrieben werden können. Der Grund ist natürlich, dass sie in zu wenigen Stunden einfach noch gebraucht werden. Die Frage ist, wer in Deutschland sollte denn jetzt eigentlich ein Investment von rund 1 Milliarde Euro pro Kraftwerk in die Hand nehmen, um am Ende ein weiteres defizitäres Gaskraftwerk hinzustellen? Wer wird das am Ende finanzieren? Diesen Bau. Und ja, was gedenken Sie dagegen zu tun? In Ihrer Frage steckt ja eine total gute Nachricht, nämlich dass durch den starken Ausbau der erneuerbaren Energien wir immer weniger fossile Kraftwerke benötigen. Das ist ja gut und das ist richtig, auch angesichts der Klimakrise in dem Land. Und deswegen gehört eben auch zur Finanzierung, wenn ich Wasserstoffkraftwerke in den 30er Jahren laufen haben werde, dann werden die ja nicht durchlaufen, sondern sie werden auf wenige Stunden im Jahr beschränkt sein, wann sie laufen. Und deswegen ist ja die Finanzierung dieses Modells auch so wichtig. Und daran arbeiten wir gerade, dass es dann auch Investitionen auch für eine relativ eingeschränkte Laufzeit, also wenig Volllaststunden ist der Fachbegriff im Jahr, sich dann rechnet. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Kollege Lenke, bitte. Herr Staatssekretär, einen großen Anteil der gesicherten Leistung stellen derzeit die kommunalen Stadtwerke zur Verfügung, die Kraftwerke in Kraft-Wärme-Kopplung betreiben, im Moment im Schnitt mit 3.000, 4.000, 5.000 Jahresarbeitsstunden. Werden Sie das KWK-Gesetz im Rahmen der Kraftwerksstrategie berücksichtigen, um sicherzustellen, dass diese optimale Verbindung von Abwärme- und Ersatzstromversorgung erhalten bleibt? Werden Sie sicherstellen mit der Kraftwerksstrategie, dass der Rückbau von elektrischer Leistung, der seit einigen Jahren aufgrund der Gesetzgebung zum KWK erfolgt, dass nämlich zum Beispiel in einem Stadtwerk in meinem Wahlkreis die gesicherte Leistung elektrisch von 240 Megawatt zurückgeht auf 125 Megawatt aufgrund der derzeitigen KWK-Gesetzgebung. Werden Sie also das berücksichtigen, weil nach meinem Kenntnisstand sind im derzeitigen Berechnung die sicherten Kapazitäten der Stadtwerke enthalten, aber wenn die zurückgebaut werden, reicht Ihr Zubauprogramm im Kraftwerkspark nicht. Nun, die Stadtwerke sind für uns ein total wichtiger Partner in der Energiewende. Deswegen haben wir sie im Blick. Wir unterstützen sie ja auch mit verschiedensten Förderprogrammen, sei es Bundesprogramm effiziente Wärmenetze oder dann auch künftig über die Frage einer neuen Kraftwerkstrategie. Und was mich ja freut, und da sehen wir ja viele positive Beispiele, dass natürlich auch die Stadtwerke sich auf den Weg gemacht haben, zu dekarbonisieren und auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und dabei werden wir sie weiterhin als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium unterstützen, weil zum Gelingen der Energiewende, dafür brauchen wir die Stadtwerke.
Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage des Kollegen Fabian Gramling, CDU-CSU-Fraktion, betreffend Gewährleistung der Versorgungssicherheit trotz des geplanten Kohleausstiegs. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben es vielleicht ja wahrgenommen, am 1. Februar diesen Jahres hat die Bundesregierung den Monitoringbericht zum Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung der Elektrizität beschlossen. Dieser Bericht wurde von der Bundesnetzagentur erstellt und zeigt, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland, ich habe das ja vorhin schon mal betont, wie wichtig uns die Versorgungssicherheit unseres Landes ist, dass die auch bei einem vorgezogenen Kohleausstieg auf 2030 gewährt wäre. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Kollege Gramling, bitte. Eine kurze Nachfrage. Herr Staatssekretär, Sie haben jetzt mehrmals auf die Bedeutung der Versorgungssicherheit hingewiesen. Und deswegen meine ganz konkrete Frage, wie viele regelbare Leistungen wurden denn seit September 2021 ausgebaut und welche sind denn hinzugekommen? Also ich habe ja gerade gesagt, dass die Versorgungssicherheit für uns, und das ist ja klar, es geht darum, dass Menschen in ihren Wohnungen nicht frieren, dass Unternehmen produzieren können. Deswegen betone ich das so. Als Wirtschafts- und als Klimaschutzministerium. Das ist auch, glaube ich, richtig und wichtig in unserem gemeinsamen Interesse, hoffe ich. Wir haben ja gesagt, wir haben einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben mit dem Abbau von Hemmnissen bei der Nachfrageflexibilität, was meine ich damit? Also wir haben ein riesiges Potenzial zu heben, indem wir auch Stromnachfrage flexibilisieren, digitalisieren. Ich erinnere nur an das Gesetz zum Smart Meter Rollout, was wir endlich auf den Weg gebracht haben, wo wir wirklich Hürden, die zur Einbau von digitalen Zählern im Weg stand, aus dem Weg geräumt haben. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir, meine Zeit läuft langsam ab, aber der Präsident ist geduldig, dass wir gestern mit dem Wasserstoffkernnetz und mit der Kraftwerkstrategie natürlich eine Sicherheit stellen, dass wir zu jedem Zeitpunkt in unserem Land die Stromversorgung absichern können. Vielen Dank. Also ich wollte nicht sagen, Ihre Zeit läuft nicht ab, sondern Ihre Redezeit läuft ab. Das andere müssen andere entscheiden. So. Das ist sehr charmant. Ja, das wollte ich jetzt damit sagen. Ich lasse jetzt noch eine Frage zu. Die letzte Frage in dieser Fragestunde kommt von dem Kollegen Andreas Jung, betreffend Finanzierung von Projekten aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Jahren 2024, 2025. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Jung, Sie können sich vorstellen, ich hatte eine schön vorbereitete Antwort für Sie, aber sehen Sie mir bitte nach, wenn ich die vorlesen würde, hätte das wahrscheinlich eher Unterhaltungswert, weil wir natürlich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes heute eine andere Situation haben. Und die Respekt vor der Entscheidung des Verfassungsgerichtes gebietet, dass ich heute nicht sagen kann, wie der KTF sich weiterentwickelt, was ja Bestandteil Ihrer Frage war, sondern Sie haben es ja auch von dem Bundeskanzler vorhin gehört und vom Finanzminister und Wirtschaftsminister. Das Verfassungsgerichtsurteil ist natürlich zu respektieren und deswegen wird der KTF überarbeitet und dann wieder in den Deutschen Bundestag eingespeist und beraten. Deswegen kann ich Ihre Fragen, sehen Sie mir bitte nach, nicht detaillierter beantworten, als dass ich das gestern noch hätte tun können. Sie haben gleichwohl eine Nachfrage, Kollege Jung. Ja, Herr Präsident, ich habe auch gleichwohl eine Nachfrage. Kann ich nachvollziehen, dass die Beratungen stattfinden müssen, aber eine Entscheidung wurde ja bereits getroffen. Der Bundeskanzler hat vorher darüber informiert. Der Finanzminister habe beim Klima- und Transformationsfonds zu Teilen eine Sperre mehr verhängt, zu Teilen aber eben auch nicht. Der Bundeskanzler hat beispielhaft den Gebäudebereich genannt. Wo greift denn jetzt diese Sperre und wo nicht? Welche Programme laufen weiter? Also, dass der Bundesfinanzminister handeln musste angesichts des Urteils des Verfassungsgerichtes, ist richtig und wichtig und ist eine gemeinsame Entscheidung der Bundesregierung. Und bitte sehen Sie mir nach, dass heute, nachdem das Urteil noch nicht mal 5 Stunden alt ist, ich das Urteil selber auch noch gar nicht lesen konnte, dass heute nicht der Zeitpunkt ist, über einzelne Programmpunkte zu bereden. Das machen wir gerne gründlich und sorgfältig. Und ich stehe Ihnen da auch gerne für Ihre Fragen oder Diskussionsbeiträge zur Verfügung im Wirtschaftsausschuss oder gerne auch hier in der Fragestunde.
Vielen Dank. Sie wollen noch trotzdem noch mal fragen. Es gibt auch die Möglichkeit, Herr Staatssekretär, darauf zu verweisen, dass die Fragen schriftlich beantwortet werden. Also, aber Sie können ich trotzdem eine Nachfrage fragen. Noch dazu. Ich möchte ja gar nicht den Beratungen von der weggreifen, sondern wissen, was jetzt schon entschieden wurde. Das hat doch der Bundeskanzler mitgeteilt, dass teilweise eine Sperre verhängt wurde, aber teilweise eben nicht. Und das ist doch jetzt sehr dringend, dass man weiß, was läuft weiter und was nicht. Nicht Zukunft, sondern was wurde gemacht. Das ist eine völlig berechtigte Frage. Nur ich will keine Verunsicherung schaffen. Deswegen würde ich diese Frage sehr präzise im Nachgang und vertieften Regierungsberatung beantworten wollen. Herzlichen Dank für das Verständnis. Vielleicht können Sie es nachvollziehen. Vielen Dank nochmal. Damit schließe ich die Fragestunde. Alle nicht beantworteten Fragen werden der Übung folgend schriftlich beantwortet. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und AfD haben eine Unterbrechung der Sitzung für ihre Fraktionssitzung beantragt. Daher unterbreche ich die Sitzung für circa eine Stunde.